Guten Abend. Ja, bitte. Rechtsanwalt finden? Ja. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie so spät noch konsultiere. Haben Sie einen Moment Zeit für mich? Bitte. Danke. Kennen wir uns? Sie kennen mich. Bitte. Danke. Oh, das Licht ist sehr grell. Ich habe eine scheußliche Augenentzündung. Selbstverständlich. Es tut mir leid, dass ich Ihnen so viele Umstände mache. Aber ich bitte Sie. Nehmen Sie Platz. Danke. Zigarette? Ja, danke, ich rauche nicht. Was zu trinken? Nein, danke. Also, woher sollte ich Sie kennen? Vom Kaminsims. Vom Kaminsims? Ja, vom Kaminsims in meinem Schlafzimmer. Da stehe ich nun schon ein paar Jahre. Ich war immer da, wenn Sie sie besucht haben. Ach so. Oh Gott, das Foto. Sie sind Liborn. So ist es. Mr. Fenton, jedes Mal, wenn Sie mit meiner Frau geschlafen haben, habe ich Ihnen vom Kaminsims aus sozusagen zugesehen. Ich dachte, Sie sind in Amerika. Haben Sie Ihre Frau schon gesehen? Ja. Und sie hat Ihnen erzählt, dass wir zusammen... Zusammen was? Ja, dass wir zusammen aus waren. Ach, das hätte mich nicht gestört. Gestört hat mich vielmehr, dass Sie zusammen auch zu Hause geblieben sind. Wann haben Sie meine Frau zum ersten Mal getroffen? Ungefähr einen Monat, nachdem Sie abgereist waren. Und wann hat sie mich das erste Mal betrogen? Ach, Mr. Warren, muss ich Ihnen sagen, wie Ihre Frau auf Männer wirkt? Wollen Sie sie heiraten? Nun, ich glaube nicht, dass sie will. Eben. Und wie ich sie kenne, wird ihr auch sehr bald dämmern, wie dumm sie gewesen ist. Und da ich sie immer noch liebe, werde ich die ganze Geschichte wohl vergessen müssen. Sehr vernünftig. Und Sie werden für längere Zeit verschwinden. Aber ich kann meine Praxis nicht im Stich lassen. Oh, als Rechtsanwalt sind Sie doch Ihr eigener Herr. Ja schon, aber bedenken Sie bitte, dass meine Praxis im Aufbau begriffen ist. Ich könnte natürlich auch hier alles zusammenschlagen und die Sache an die große Glocke hängen. Und das wäre Ihrem Ruf als Anwalt auch nicht gerade nützlich, oder? Nein. Schön, ich nehme einen längeren Urlaub. Fein. Und noch eins. Schreiben Sie Vivien ein paar Zeilen. Damit ist der Fall dann ein für alle Mal erledigt. Es war mir natürlich klar, dass Sie nie an Heiraten gedacht haben. Und deswegen habe ich einen Brief für Sie vorbereitet. Vivien, Liebling, oder wie es zwischen Ihnen üblich ist, ich liebe dich, aber ich weiß, dass du deinen Mann liebst und immer lieben wirst. Der Gedanke, dass du mir nicht allein gehörst, lässt mich verzweifeln. Du magst meinen Entschluss feige finden, aber es ist der einzige Ausweg. Ich werde morgen für längere Zeit ins Ausland fahren. Ich hoffe, dass unsere Freundschaft dir immer eine schöne Erinnerung bleibt. Ich liebe dich. Na, oder was immer Sie schreiben wollen. Wie finden Sie das? Ich meine, vom juristischen Standpunkt aus. Sie soll also glauben, dass ich mich zurückziehe. Das würde Ihnen helfen, mit ihr wieder zusammenzufinden. Ja, es würde vieles erleichtern. Gut. Ich schreibe den Brief. Danke. Was für ein reizendes Mädchen. Meine Schwester. Nein. Bitte. Danke. Na, vielleicht sollte es hier am Ende statt Freundschaft doch besser Liebe heißen. Es macht Ihnen sicher nichts aus, den Brief nochmal zu schreiben. Bitte.
Kein Wort von mir. Schon gut. Hallo? Oh. Nein. Nein, ich werde gleich wieder weggehen und werde erst sehr spät wieder zurück sein. Ja. Ja, es tut mir leid. Nein, nein, es geht mir gut. Ja. Und gute Nacht. War das Ihre Schwester? Nein, Ihre Frau. Sie wollte mit ein paar Freunden auf einen Drink vorbeikommen. Das wäre eine reizende Überraschung gewesen. Ja. Legen Sie die Hände auf den Rücken. Was um Himmels Willen haben Sie vor? Hände auf den Rücken. Sie sind ja wahnsinnig. Tu, was ich dir sage, nicht umdrehen. Sie sind ja wahnsinnig. Ich gebe ja zu, Spaß muss sein, aber das hier geht doch wohl ein bisschen zu weit. Finden Sie nicht auch? Ich jedenfalls finde das überhaupt nicht komisch. Rüber aufs Sofa. Füße raus. Hinlegen. Aua! Sie tun mir weh. Sie vergessen wohl, dass ich Rechtsanwalt bin. Natürlich nicht. Ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie sich hiermit strafbar machen? Nein. Dann lassen Sie sich das von mir gesagt sein. Ganz schön ruhig bleiben. Hinlegen. Liegen Sie bequem? Danke, wirklich sehr aufmerksam. Gern geschehen. Sie denken wohl an alles, nicht wahr? Das will ich hoffen. Wenn ich hier die ganze Nacht rumliegen soll, dann müssen Sie mir noch eine Decke bringen. Tote frieren nicht. Sie sind ja wahnsinnig. Wenn man mich hier tot findet, wird man Sie als Ersten verdächtigen. Wenn man Sie hier tot findet... Und ich kein Alibi habe. Warum hören Sie? Lassen Sie mich frei, ich reiße morgen ab. Ich verliere kein Wort über diesen Unsinn hier. Sie haben mir ganz schön wehgetan, das zahle ich Ihnen jetzt zurück. Ach, das war kindisch. Als ich in Amerika war, kam jeden Tag ein Brief von Vivian. Plötzlich kam keiner mehr. Mir war sofort klar, da steckt ein Mann dahinter. Ich habe nächtelang wachgelegen und gegrübelt und dann habe ich die größte geschäftliche Chance meines Lebens sausen lassen und bin zurückgekommen, um den Mann kennenzulernen, der mir meine Frau wegnehmen will. Und ich werde keine Ruhe haben, solange er am Leben ist. Und jetzt wollen Sie mich einfach abknallen? Abknallen? Womit denn? Mit der Pistole. Ach, die... Das ist ein Spielzeug. Entschuldigen Sie. Und jetzt? Ungeduldig. Oh. Das sind sicher die von Krimi-Autoren so oft erwähnten Perlen kalten Schweißes, ne? Ich weiß nicht, ob Sie mir nur Angst einjagen oder ob Sie mich wirklich umbringen wollen. Ich weiß nur, dass es Ihnen nichts nützen wird. Ihre Frau, die liebe Vivian, ist nämlich nicht nur an mir interessiert. Es gibt da noch einige andere. Sie ist nun mal nicht monogam. Sie können sie doch nicht alle umbringen, Sie Idiot. Zeigen Sie mal her. Na, da wird man nichts sehen. Fassen Sie mich nicht an. Ich möchte nämlich keine Spuren hinterlassen. Aber da wird man nichts sehen. Ach, übrigens... Damit Sie der lieben Vivian nicht Unrecht tun, sie hat Sie nicht verraten. Ich habe selber rausgefunden, wer Ihr Liebhaber ist. Als ich heute Nachmittag aus Amerika ankam, habe ich bei mir zu Hause angerufen und habe mit dem Hausmädchen gesprochen. Natürlich ohne mich zu erkennen zu geben. Ich erfuhr, dass meine Frau nicht zu Hause ist. Ich bestellte sehr liebe Grüße. Und bat um Rückruf.
Es war ein Versuchsballon. Aber siehe da, ich hatte Glück. Das Mädchen nannte spontan ihren Namen. Ihre Adresse erfuhr ich aus dem Telefonbuch. Ich kam hierher und holte die Wahrheit aus ihnen heraus. Sie haben mir alles erzählt, was ich bisher nur vermutet hatte. So einfach war das. Sie haben also Ihre Frau noch gar nicht gesehen. Ich bin ja erst heute Nachmittag nach Hause gekommen. Um Gottes Willen, warum? Ich tue doch alles, was Sie wollen, wenn Sie nur hier verschwinden und mich in Ruhe lassen. Darüber wollte ich gar nicht mit Ihnen reden. Ich verspreche Ihnen, dass ich Sie sofort freilasse, wenn Sie mir einen einzigen Fehler sagen, der mich verraten könnte. Und wenn ich keinen finde? Haben Sie Pech gehabt? Sie meinen es nicht ernst. Ich weiß, dass ich es nicht ernst meine. Ach, ich möchte Sie noch darauf aufmerksam machen. Sollten Sie zu schreien versuchen, muss ich Sie knebeln. Dann können Sie gar nichts mehr sagen und Ihre letzte Chance ist leichtfertig vertan. Sie dürfen mir Hilfe finden. Wir wollen jedes Detail genau abwägen. Wenn Sie einen Fehler finden, sind Sie frei. Ich will ja nicht mein Leben lang hinter Gitter. Wenn Sie keinen finden, weiß ich, dass mein Plan von einem jungen, scharfsinnigen, aufstrebenden Rechtsanwalt gut geheißen wird. Wie hoch ist Ihr Honorar? Ich finde Sie zum Kotzen. Ich Sie auch. Aber ich werde was dagegen tun. Aber, doch nicht weinen. Ich brauche jetzt Ihren Rat. Oh, bitte. Oh, was für ein sensibles Kerlchen. Liegt da und heult. Was ist das? Das ist eine Plastiktüte. Zum Zuziehen. Und ein Schlauch. Die Tüte streife ich über Ihren Kopf, schiebe den Schlauch hinein und ziehe zu. Nein. Nein, um Himmels Willen, nein! Oh Mann, seien Sie doch vernünftig. Sie wollen mir doch helfen. Das andere Ende des Schlauches schließe ich an die Gasleitung im Kamin an. Und dann drehe ich auf. Nein. Warum nein? Nein, das können Sie nicht machen. Ich tue doch alles, was Sie wollen. Ich gebe Ihnen jeden Pfennig, den Sie wollen. Aber Warren, bitte lassen Sie mich leben. Ich verspreche Ihnen, Warren. Versprechen Sie nichts, hören Sie lieber zu. Es ist Ihnen sicher aufgefallen, dass ich es peinlichst vermieden habe, Spuren zu hinterlassen oder Sie zu verletzen. Deswegen habe ich Sie auch mit Seidentüchern gefesselt. Es soll ein klarer Fall von Selbstmord werden. Natürlich bringe ich Sie nicht hier um. Hier mache ich Sie nur bewusstlos. Bevor ich Ihren Kopf in den Gasherd stecke, draußen, in der Küche. Weg ist er. Nur wenige Rechtsanwälte können den Tatsachen ins Auge sehen. Noch ein Schluck? Nein, alles geht schon. Den nicht zu Ende geschriebenen Brief lege ich dann neben Sie. Brief? Was ist mit dem Brief? Hören Sie zu. Vivian, Liebling, ich liebe dich. Aber ich weiß, dass du deinen Mann liebst und immer lieben wirst. Der Gedanke, dass du mir nicht allein gehörst, lässt mich verzweifeln. Du magst meinen Entschluss feige finden, aber es ist der einzige Ausweg. An diesem Punkt habe ich Sie unterbrochen. Haben Sie noch irgendwelche Vorschläge? Lassen Sie mir Zeit. Sie müssen mich überlegen lassen. Ah, aber bitte. Es gibt keinen perfekten Mord. Irgendwo muss es einen schwachen Punkt geben. Warren, hören Sie das doch alles nicht nötig? Ich tue hier alles, was Sie wollen. Ich werde nie ein Wort darüber sprechen. Ich verschwinde für immer. Ich komme nie wieder. Denken Sie nach. Haben Sie doch Mitleid mit mir, Warren. Haben Sie einen Fehler gefunden? Ich will Ihnen doch helfen. Na fein. Sie werden mich nicht umbringen, ich weiß es, Warren. Jetzt werde ich nachdenken. Gut nachdenken. Und dann kann ich gehen, nicht wahr? Los. Ja, aber... Los. Ich hab's. Was sagen Sie, wenn man Sie morgen fragt, wo Sie heute Abend um diese Zeit gewesen sind? Ach, das ist kein Problem. Um 3 Uhr bin ich in London angekommen, bin in den Club gefahren, habe einen Whisky getrunken. Um 6 Uhr habe ich Vivian angerufen, sie war nicht zu Hause. Zum Abendessen bin ich im Club geblieben und bin gegen 10 nach Haus gefahren. Vivian kommt nicht vor morgen früh zurück. Ja, das glaube ich auch. Und ich könnte sie nicht umbringen, wenn ich den Brief nicht hätte.
Äußere Verletzungen wird man an Ihnen nicht finden und auch keine Tabletten in Ihrem Magen, wenn man sie aufschneidet. Sie haben recht. Aber Fingerabdrücke. Handschuhe. Das Motiv liegt nahe. Ich kenne sie nicht, ich habe sie nie gesehen. Vielleicht hat sich jemand ins Haus gehen sehen. Aber da habe ich doch aufgepasst. Noch irgendwelche Vorschläge? Also, ein klarer Fall von Selbstmord. Nein. Nein, warum? Nein, tut es nicht. Was haben Sie denn davon, wenn Sie mich umbringen? Warum bitte? Ich tue doch alles, was Sie wollen. Lassen Sie mich doch leben, warum? Was wollen Sie denn noch? Mehr können Sie doch nicht verlangen. Warum bitte? Nein. Nein. Bitte, warum? Warum bitte nicht? Nein. Warum haben Sie noch Mitleid mit mir? Warum? Nein. Nein. Bitte. 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 Nein. Morgen, mein Liebling. Du hast mir doch gestern noch aus Chicago ein Telegramm geschickt. Ich wollte dich überraschen. Also das ist dir gelungen, mein Schatz. Vivian, mein Liebling. Ach, Lee, mein Schatz. Wann bist du denn angekommen? Doch gestern. Gestern? Du warst gerade aus dem Haus, als ich anrief. Und wo hast du den Abend verbracht? Hier. Rita war schon weg, als ich kam. Ich habe noch ein bisschen gelesen und da bin ich eingeschlafen. Ich war sehr müde. Wann bist du denn zurückgekommen? Mein armer Liebling, kommt nach Hause und ich bin nicht da. Und ausgerechnet der einzige Abend, wo ich mal aus war. Oh, Juli, konntest du denn hier überhaupt schlafen? Einigermaßen. Erzähl mir von dir. Es war nicht schön ohne dich. Wann bist du denn eingeschlafen? Gegen 11. Ach, gegen 11? Ja, da bin ich ja gleich danach gekommen. Und wie ging's geschäftlich? Gut, hat alles geklappt. Du hast viel zu tun gehabt, ne? Alles gut. Aber jetzt kannst du dich ausruhen. Erwartest du jemanden? Nein, kann er hier zu früh kommen? Und vielleicht das Mädchen. Die hat einen Schlüssel. Ich sehe mal nach. Guten Morgen. Guten Morgen. Inspektor Bambury. Mr. Vaughan? Ja. Sie sind der Ehemann von Mrs. Vivian Rosemary Vaughan, nicht wahr? Ja, so ist es. Darf ich vielleicht eintreten? Aber bitte, Inspektor, komm. Danke. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Soll ich meiner Frau Bescheid sagen? Bitte. Liebling? Ja? Polizei ist da. Polizei? Du, das geht sich um den Wagen. Wollen Sie mich sprechen oder meine Frau, Inspektor? Ach, zunächst mal Sie. Er will mich sprechen. Dann beweist mir deine Unschuld. Ich gehe mich inzwischen anziehen. Tja, Inspektor, womit verdiene ich Ihr Interesse? Ich bin doch erst gestern aus Amerika zurückgekommen. Ja, ich nehme an, Ihre Familie und Ihre Freunde wussten von Ihrer Rückkehr. Nein, ich habe niemanden benachrichtigt. Ach, warum nicht? Weil ich habe ein paar Wochen lang nichts von meiner Frau gehört und da dachte ich, naja, ich dachte, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich habe meine Frau erst vor 10 Minuten gesprochen, aber es ist alles in Ordnung. Ach, Sie waren gestern Nacht gar nicht mit Ihrer Frau zusammen? Nein. Wann sind Sie denn in London angekommen? Noch gestern Nachmittag, gegen 3. Ich habe ein paar geschäftliche Gespräche geführt, dann habe ich ihr angerufen und erfahren, dass meine Frau ausgegangen ist. Dann bin ich im Club gewesen und später hierher gefahren. Ich bin im Wohnzimmer eingeschlafen. Ja, unser Hausmädchen wohnt nicht hier.
Ach, wissen Sie, wo Ihre Frau gestern Nacht war? Nein. Auch nicht, wann sie gestern Nacht zurückgekommen ist? Sie sagte kurz nach 11. Ach, das macht diese unerfreuliche Angelegenheit viel einfacher für mich und für Sie auch, glaube ich. Ah ja. Es handelt sich um einen Bekannten Ihrer Frau, ein gewisser Mr. Richard Fenton. Kennen Sie ihn? Fenton? Nie gehört. Wir haben ihn heute Morgen tot aufgefunden. Offensichtlich Selbstmord. Ach so. Ja, wir haben einen Brief bei ihm gefunden. Wir haben festgestellt, dass er an Ihre Frau gerichtet ist. Bitte. Meine Frau? Hm? Das kann doch nicht wahr sein. Der Gedanke, dass du nicht mehr allein gehörst, lässt mich verzweifeln. Deswegen hat er sich umgebracht? Armer Teufel. Ja, genauso verstehe ich diesen Brief auch. Danke Sie, Inspektor. Muss meine Frau davon erfahren? Ich fürchte, das lässt sich leider nicht vermeiden. Ach, nehmen Sie doch eine von meinen. Fingerabdrücke, ne? Sie lesen so viele Krimis, das ist immer etwas hinderlich für uns. Nein, nein, Mr. Vaughan. Das ist eine reine Routine-Sache. War es nun Selbstmord oder steckt noch mehr dahinter? Es sieht nach Selbstmord aus. Warum denn dann das? Weil gestern Nacht noch jemand in Fentons Wohnung war. Na ja. Zunächst hatte ich Sie im Verdacht. Mich? Naja, das ist verständlich. Wenn ich gewusst hätte, was hier vor sich gegangen ist, während ich drüben war... Ja, dann hätten Sie die Sache selber ins Reine gebracht. Zumindest hätten Sie mein blaues Auge geschlagen. Inspektor, ich kenne doch den Mann gar nicht. Außerdem bin ich doch erst seit 18 Stunden in London. Ach ja, 18 Stunden. Wir haben Fingerabdrücke an Stellen gefunden, die Fentons Putzfrau sauber gemacht hat, nachdem er zum Essen ausgegangen war. Wir wissen, dass er kurz nach 11 zurückkam und der Arzt vermutet, dass der Tod eine Stunde vor oder nach Mitternacht eintrat. Das hängt natürlich von der Analyse ab, wie weit im Magen des Toten das Essen verdaut wurde. Das alles bedeutet, dass sich noch jemand in Fentons Wohnung befunden haben muss, zumindest eine Stunde bevor der Tod eintrat. Ja, aber der wird sich doch sicher melden, wenn er vom Tod seines Freundes erfährt. Ja, darauf können wir uns nicht einlassen. Niemand ist gern in solch einen Fall verwickelt, ob schuldig oder unschuldig. Oh. Wissen Sie, Inspektor, als Sie eben meine Fingerabdrücke haben wollten, da dachte ich schon, jemand hätte diesen Fenton ermordet und den Selbstmord nur vorgetäuscht. Ach, wirklich? Ich darf doch mal Ihr Telefon benutzen. Ja, aber selbstverständlich. Bitte, hier, auf dem Schreibtisch. Ja. Oh, Sir. Sie sind schon aus Amerika zurück, Sir. Wie Sie sehen, Rita. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Sir. Haben Sie schon gefrühstückt? Ich meine, soll ich Ihnen ein Frühstück machen? Nein, nein, danke. Später, Rita. Später. Schicken Sie Fox mit dem Kombi rüber. Ja? Ja, wo denn? Aha. Ja, sagen Sie Fox, er soll ihn mit rüberbringen. Was, der Taxichauffeur hat sich gemeldet? Was hat er denn gesagt? Mr. Warren? Hey, was gibt's denn? Mr. Martin ist draußen, er möchte Gnädige Frau sprechen. Mr. Martin? Ist das ein Freund von Ihnen? Nein. Kennen Sie ihn? Nein. Er möchte warten, ich komme gleich. Sie sollen hier warten. Vielen Dank. Wiederhören. Ich befürchte, Mr. Warren, die Sache sieht jetzt nicht mehr so rosig für Sie aus. Wieso? Was ist passiert? Fentons Brief, den man eben seiner Leiche fand. Ja? Er hat ihn nicht selbst hingelegt. Liebling, darf ich dir Inspektor Pembury vorstellen? Inspektor. Darf ich ein paar Fragen an Sie stellen, gnädige Frau? An mich? Ja. Wieso? Komm, setz dich, Liebling. Es geht um einen Mann namens Fenton. Ja. Kennen Sie ihn? Ja. Inspektor, bitte. Ich weiß zwar nicht, wie gut du ihn kennst, aber es wird ein Schock für dich sein. Was ist los, Lee? Er hat sich das Leben genommen gestern Abend. Nein. Oh. Und warum? Warum hat er das getan? Sie werden Verständnis dafür haben, dass ich jetzt... Ich muss leider ein paar Fragen an Sie richten, gnädige Frau. Ich weiß zwar nicht, was ich... Aber bitte, wenn ich Ihnen helfen kann... Vielen Dank. Sie waren mit dem Verstorbenen befreundet. Haben Sie ihn gut gekannt?
Wir sind ein paar Mal zusammen ausgewesen, wenn Sie wissen. Hat Ihr Gatte ihn gekannt oder von ihm gewusst? Nein, nein, ich habe ihn erst kürzlich kennengelernt. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen oder gesprochen? Seit unserem Essen bei Sanderson habe ich ihn nicht mehr gesehen. Und das ist ungefähr 2 Wochen her. Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen, woraus Sie hätten schließen können, dass er zu einem Selbstmord fähig wäre? Nein. Nein, niemals. Ich hoffe, Sie verstehen, wenn ich jetzt etwas deutlicher werden muss, Mrs. Warren. Hat Fenton, ich muss Sie jetzt ganz offen fragen. Ja, ja. Hat Fenton, nun sagen wir, Sie gemocht? Natürlich, sonst wäre er ja nicht mit mir ausgegangen. Hat er Ihnen jemals gesagt, dass er Sie liebt? Lee, es tut mir leid. Aber selbst wenn ich jetzt den Mund halte, der Inspektor wird früher oder später doch dahinter kommen. Ich habe keine Schuld, ich habe ihn auch nie dazu ermutigt, aber er hat es gesagt. Er hat sogar vorgeschlagen, mich von dir scheiden zu lassen. Im ersten Augenblick war ich natürlich durcheinander und geschmeichelt und deshalb habe ich dir nicht geschrieben. Aber wie mir dann klar wurde, wie dumm ich mich benommen habe und wie sehr ich dich liebe, da habe ich ihm gesagt, dass ich ihn jetzt nicht mehr sehen will. Aber ich hatte nicht den Mut, dir zu schreiben. Lee, bitte versteh das. Ich bin sehr froh, dass du das gesagt hast. Hm? Er hat nämlich einen Brief hinterlassen. Einen Brief? Ja, jetzt wird natürlich klar, was er gemeint hat, Inspektor. Ja, ganz klar. Was hat er denn geschrieben? Erst gestatten Sie mir noch eine weitere Frage, Mrs. Warren. Wo waren Sie gestern Abend? Gestern Abend war ich im Theater mit Mr. Martin und so gegen 23:45 war ich dann wieder zu Hause. Mr. Martin? Nein, Mr. Martin ist gerade hier. Hier? Wo? Nebenan. Ist Mr. Martin gestern Abend noch mit hereingekommen? Nein, natürlich nicht. Ich danke, gnädige Frau. Hier ist der Brief. Hat sich ja meinetwegen umgebracht. Mein Gott, wie entsetzlich. So fürchterlich. Liebling, nimm es nicht so tragisch. Er hat sich umgebracht, weil du mir treu warst. Lee. Haben Sie noch weitere Fragen, Inspektor? Nein, aber vielleicht könnte ich jetzt Mr. Martin sprechen. Ja, aber bitte. Danke. Komm. Wirklich, es ist nicht meinetwegen, es ist nur deinetwegen. Wirklich, dieser Brief. Du weißt doch, wie gemein die Leute reden. Ich verstehe es jedenfalls und alles andere zählt nicht. Ich nehme an, Sie haben schon von Mr. Fentons Tod gehört. Ja, ja, und Ihre Leute hat mich heute früh angerufen. Man wird meine Adresse in Mr. Fentons Wohnung gefunden Ach, haben. Eine reine Routinesache, Sir. Die Haushälterin des Verstorbenen sagte mir, dass Sie ihn ziemlich gut gekannt haben. Ja, das stimmt. Guten Morgen, Mr. Martin. Mein Name ist Warren. Inspektor, würde es Sie stören, wenn ich Zeuge des Verhörs bin? Überhaupt nicht. Setzen Sie sich doch. Nur das natürliche Interesse eines Ehemannes. Setzen Sie sich doch. Was wollen Sie damit sagen, ich hätte... Würden Sie sich nicht wundern, wenn ein völlig Unbekannter Ihre Frau am frühen Morgen besucht? Wollte Ihre Frau die Nachricht von Mr. Fentons Tod bringen? Warum überlassen Sie das nicht Leuten, die dazu befugt sind, oder halten Sie sich dafür? Ich dachte, der Schock wäre vielleicht nicht so groß, wenn ich es ihr sage. Ach, Sie halten sich für einen sanften Frauentröster. Hören Sie, Mr. Warren? Ja? Sie haben sie doch allein gelassen. Jemand musste sich Sie meinen, jemand muss einer verheirateten Frau nachsteigen, wenn der Ehemann nicht zu Hause ist. Das wollten Sie doch sagen, oder? Wenn Sie so von Ihrer Frau sprechen... Ich habe nur Ihr Verhalten erklärt, oder geben Sie auf vor, Sie zu lieben? Ich weiß zwar nicht, wovon Sie reden. Ich stehe jedenfalls dazu. Ach, dann lieben Sie sie also. Zigarette? Hm? Ja, danke. Sie sind sehr freigebig mit Ihren Zigaretten, Inspektor. Ach, das lockert die Atmosphäre auf und erleichtert meine Arbeit. Guten Morgen, Sergeant Fox. Inspektor Pemberley ist bei Ihnen. Kann ich ihn mal sprechen? Für Sie, Inspektor. Ach, Fox, gut, dass Sie kommen. Lassen Sie das gleich untersuchen. Sie sind doch mit dem Kombi hier. Jawohl, Sir. Gehört einem von Ihnen der graue Sportwagen draußen? Das ist meiner. Warum? Hätten Sie etwas dagegen, wenn wir Ihnen ein Stück vorfahren? Wir können dann besser parken. Ach so, richtig, er ist ja abgeschlossen. Hier, bitte. Danke, Sir. Nun, Mr. Martin, wie lange haben Sie den Verstorbenen gekannt? Wir waren schon zusammen auf der Schule. Ist Ihnen etwas über seine beruflichen und finanziellen Sorgen bekannt?
Mr. Fenton ist, war der Sohn eines sehr reichen Vaters. Er stand am Beginn einer erfolgversprechenden Anwaltskarriere. Da hat man solche Sorgen ja wohl nicht. Irgendeine Vermutung, warum er sich das Leben genommen haben könnte? Keine Ahnung. Meinen Sie, dass er eine unglückliche Liebschaft hatte? Nicht, dass ich wüsste. Ach, sind Sie ganz sicher? Ganz sicher. Wann haben Sie den Verstorbenen zum letzten Mal gesehen? Warten Sie mal, das war auf dem... Nein, im Club vor 10 Tagen ungefähr. Mhm. Wie würden Sie seine Gefühle zu Mrs. Vaughan bezeichnen? Zu Mrs. Vaughan? Freundschaftlich natürlich. Aber Sie haben doch eben mehr oder weniger zugegeben, dass Sie selbst Mrs. Vaughan lieben. Ist das richtig? Ich fange kein Verhältnis mit einer verheirateten Frau an, Inspektor, hinter dem Rücken Ihres Mannes, wenn Sie das meinen. Wollen Sie damit andeuten, dass andere es getan haben? Ich rede mit dem Inspektor. Aber bitte, bitte, meine Herren. Vielleicht erzählen Sie mir jetzt, wo Sie gestern Abend waren. Mrs. Vaughan und ich, wir waren im Theater. Danach habe ich Sie abgesetzt, bin nach Hause gefahren. Kann jemand bestätigen, wann Sie zurückgekommen sind? Was soll das Ganze hier? Ich denke, es war Selbstmord. Ach, das ist ja nur eine Formsache. Wie ist er? Ich meine, wie hat er sich denn... Es sieht so aus, als hätte er seinen Kopf in den Gasherd gesteckt. Er hat Ihnen keinen Brief hinterlassen, irgendeine Erklärung. Doch, doch, wir haben einen Brief gefunden. Dann ist doch sicher alles klar. Um noch einmal vom Zeitpunkt Ihrer Rückkehr zu sprechen... Tut mir leid, Sir. Ich fürchte, da kann ich Ihnen nicht helfen. Ich habe keine Haushälterin und bin niemandem begegnet. Würden Sie einen Augenblick nach draußen kommen, aber Sir? Fox, wirklich. Es ist sehr wichtig, Sir. Na gut. Ich glaube nicht, Mr. Martin, dass ich Sie noch mal belästigen muss. Es ist vielleicht aber doch besser, wenn Sie so lange warten, bis ich zurückkomme. Sagen Sie, Mr. Vaughan, was haben Sie eigentlich gestern Abend gemacht? Ich habe geschlafen. Allein. Ich weiß nicht, ob Sie das auch von sich behaupten können. Jimmy, Vivian. Liebes Gott, dann sind wir einen Augenblick allein. Du, dein Mann weiß Bescheid. Er weiß nichts. Du darfst mir auf keinen Fall sagen, dass ich gestern Nacht mit dir in Fentons Wohnung war. Aber vielleicht erfährt man, dass du dort warst. Man könnte doch deinen Wagen gesehen haben. Ja, möglich. Jimmy, Liebling, bitte versteh mich nicht. Wenn ich erzähle, dass ich mit dir in der Wohnung war, dann... Und dann könnte man dir ein Mordmotiv unterschieben. Aber Liebling, das ist doch absurd. Nein! Er hat einen Brief hinterlassen, in dem er schreibt, dass er mich liebt. Was? Ja. Ach, deshalb hat er sie. Ja. Verdammt, ich habe auch schon so gut wie zugegeben, dass ich dich liebe. Oh, Jimmy. Jimmy, du darfst nie, niemals sagen, dass ich mit dir in der Wohnung war. Keine Sorge, mein Herz, ich sag nichts. Jimmy, stell dich nicht so an. Lee? Was ist denn, mein Herz? Lee, dieser dumme Mensch glaubt, er hätte dich beleidigt, weil er so früh gekommen ist. Ach was. Entschuldigen Sie, die ganze Geschichte hat mich ein bisschen nervös gemacht. Möchten Sie was trinken? Nein, danke. Lee, du bist wirklich großartig. So, Mr. Martin, hier sind Ihre Wagenschlüssel. Mhm. Ich habe Ihre Aussagen kurz zusammenfassen lassen. Vielleicht lesen Sie es mal durch, ob alles stimmt. Und unterschreiben Sie es bitte. Sind Sie sicher, dass Sie meine Fragen wahrheitsgemäß beantwortet haben? Natürlich. Sind Sie ganz sicher, dass Sie gestern Abend nicht in Fentons Wohnung waren? Ganz sicher. Und wie erklären Sie sich dann die Fingerabdrücke, Ihre Fingerabdrücke, die man dort gefunden hat? Fingerabdrücke? Ja, die werden von meinem letzten Besuch stammen. Das ist unmöglich. Der Gegenstand, auf dem man sie gefunden hat, wurde gründlich sauber gemacht, nachdem Mr. Fenton zum letzten Mal die Wohnung verlassen hat. Und jetzt wollen Sie behaupten, ich hätte ihn umgebracht, was? Lächerlich, warum? Schließlich hat er doch einen Brief hinterlassen, oder? Was wissen Sie denn über diesen Brief? Ich habe ihm von diesem Brief erzählt, Herr Inspektor. Ach, Sie meinen also, dieser Brief genügt als Beweis, dass es sich hier um Selbstmord handelt? Das nehme ich an, ja. Was haben Sie denn gestern Abend gemacht? Ach, Jimmy, warum erzählst du nicht, dass du gestern Abend noch einen Drink nehmen Würden Sie uns wolltest? Bitte allein lassen, Mrs. Nachdem du mich hier abgesetzt hast. Bitte verlassen Sie dieses Zimmer. Dass aber niemand dort war und dass du deswegen Fox, schnell wieder nach Hause Sie Mrs. gefahren Warren hinaus. Bist. Das ist nicht nötig, Herr Inspektor, ich gehe schon. Es ist nur, er will nicht, dass es an die Öffentlichkeit kommt. Fox, kümmern Sie sich um die Untersuchung. Jawohl, Sir. Und Sie erzählen mir jetzt vielleicht, was wirklich passiert ist. Also gut, ich habe Mrs. Warren hier so gegen 12 abgesetzt und mir gedacht, ich fahre noch mal bei Richard vorbei. Er war aber nicht da, habe ich mir einen Drink gemacht, bin wieder gegangen. Wie sind Sie denn in die Wohnung gekommen? Ich hatte einen Schlüssel. Sie müssen ihn doch gefunden haben. Ich habe ihn aus Versehen auf dem Tisch liegen lassen. Da waren Sie also kurz vor Mitternacht da.
Vermutlich, ja. Sind Sie mit Ihrem Wagen gefahren? Ja. Na gut. Fenton hatte seinen Club um 22.55 Uhr verlassen. Der Taxifahrer sagte aus, dass er ihn kurz nach 11 zu Hause absetzte und der Arzt vermutet, dass der Tod um Mitternacht eintrat. Sie sehen also, Mr. Martin, es besteht keinerlei Zweifel. Fenton war in seiner Wohnung, als Sie ihn aufsuchten. Ich schwöre Ihnen, er war nicht da. Waren Sie nicht auch in der Küche? Nein, wieso? Nur um Wasser oder Eis oder irgendwas zu holen? Nein. Wie erklären Sie sich dann Ihre Fingerabdrücke an der Küchentür? Wieso? Ach ja, natürlich. Ich wollte Eis holen und ich hatte die Tür halb geöffnet und... Und? Ich dachte, es würde zu viel Mühe machen. Das soll ich Ihnen glauben? Ich sage die Wahrheit. Der Gashahn war bis heute Morgen offen. Sie hätten das ausströmende Gas riechen müssen. Ich habe nichts gerochen. Es ist seltsam. Nein, Moment, warten Sie mal. Moment, natürlich, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe ja noch gesagt, ich habe mir gesagt, dass da irgendwo eine undichte Stelle sein müsste. Und dann sind Sie in die Küche gegangen, um nachzusehen. Ja, nein. Nicht? Ist merkwürdig. Ich meine also immer noch, der Abschiedsbrief des Verstorbenen spricht für Selbstmord. Wenn Sie mich den Brief lesen ließen, könnte ich Ihnen vielleicht mehr sagen. Ja, dann lesen Sie ihn. Und sagen es mir. Tja, ziemlich unmissverständlich. Wird doch alles erklärt. Nicht alles, Mr. Martin. Dieser Brief war ein glücklicher Zufall für den Mörder. Mr. Fenton stand vor dem Problem der Frau, die er liebt, zu erklären, dass er auf sie verzichten müsse. In solch einem Fall hätte jeder andere mehrere Briefe aufgesetzt. Wir wissen tatsächlich, dass er mindestens zwei geschrieben hat. Diesen haben Sie gerade gelesen. Und jetzt werde ich Ihnen den anderen vorlesen. Vivian, Liebling, ich liebe dich, aber ich weiß, dass du deinen Mann liebst und ihn immer lieben wirst. Der Gedanke, dass du nicht mir allein gehörst, lässt mich verzweifeln. Du magst meinen Entschluss feige finden, aber es ist der einzige Ausweg. Ich werde morgen für längere Zeit ins Ausland fahren. Ich hoffe, dass unsere Freundschaft dir immer eine schöne Erinnerung bleibt. Ich liebe dich für immer, dein Richard. Beim ersten Versuch war Fenton dieser Brief missglückt oder hat ihn nicht gefallen, also warf er ihn weg. Beim zweiten wurde er unterbrochen und ermordet. Der Mörder entdeckte den angefangenen Brief auf dem Schreibtisch und sah darin die Chance, einen Selbstmord vorzutäuschen. Von dem weggeworfenen Brief ahnte er natürlich nichts, Mr. Martin. Ich sage ihm, ich war's nicht! So? Inspektor, er ist doch mit dem Kopf im Gasherd gefunden worden, nicht wahr? Ja. Ja, wie hätte ich ihn dazu bringen sollen? Vielleicht, komm schon, Richard, steck den Kopf ein bisschen in die Röhre, ich will nur das Gas andrehen, ist doch lächerlich. Da ist noch etwas. Das haben wir im Kofferraum Ihres Wagens gefunden. Was? Das ist doch unmöglich. Fox, was hat die Untersuchung ergeben? Gasrückstände im Schlauch und in der Tüte. Ich habe das Zeug nie gesehen. Denn wer muss es in meinem Wagen versteckt haben, um Verdacht auf mich zu legen? Warum sollte ich denn Richard ermorden? Weil auch er Mrs. Warren liebte, das wissen Sie doch, oder? Nur ein guter Bekannter konnte ihm dieses Ding über den Kopf stülpen, ohne vorher Verdacht zu erregen. Das ist der raffinierteste und kaltblütigste Mord, der mir je untergekommen ist. Ich muss Sie festnehmen, Mr. Martin, wegen Mordes an Richard Fenton. Inspektor, ich weiß, es sieht vielleicht im Moment so aus, aber ich war es nicht, verdammt nochmal, ich habe nichts damit zu tun. Sagen Sie jetzt nichts mehr. Gehen Sie mit, das Ganze ist natürlich lächerlich. Ich werde Ihnen so schnell wie möglich einen guten Anwalt besorgen. Gut. Danke, Warren. Fox, nehmen Sie ihn mit, ich komme gleich nach. So. Schon gut, Sergeant. Ich war es nicht. Armer Teufel. Er muss geisteskrank sein. Aber verdammt schlau. Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen so viel Unannehmlichkeiten gemacht habe. Aber ich bitte Sie, Inspektor. Zuerst dachte ich schon, Sie hätten es auf mich abgesehen. Ja. Man kann ja nie wissen. Sie haben Jimmy abgefüllt. Sag mal, Vivian, möchtest du dich von mir scheiden lassen und Mr. Martin heiraten? Ich verstehe dich nicht. Naja, nun wird er ja bald für immer hinter Gittern verschwinden. Aber wie? Der hat das nicht getan. Er kann es gar nicht gewesen sein. Natürlich nicht, weil du die ganze Zeit mit ihm zusammen warst. Ich verstehe dich nicht. Aber ich verstehe sehr gut. Erst warst du Fentons Geliebte und letzte Nacht hast du Mr. Martin verführt. Das ist köstlich.
Und ich, Trottel, bildete mir ein, Fenton sei der Einzige. Ich habe ihn also ganz umsonst aus dem Weg geräumt. Du hast... So ist es. Und die anderen werden auch dran glauben müssen. Welche anderen? Deine anderen Liebhaber, mein Häschen. Als mir gestern Nacht in Fentons Wohnung endlich die Augen aufgingen, bin ich euch zu Mr. Martins Haus gefolgt. Und während du mit ihm oben warst, habe ich das entscheidende Beweisstück in seinem Kofferraum verschwinden lassen. Du kannst mir doch nicht im Ernst erzählen, dass du gestern Nacht in dieser Wohnung warst. Dass er starb, während wir uns im Nebenzimmer unterhielten? Doch. Das glaube ich nicht. Chopin. Regentropfenprälud. Weiter, mein geliebter Mörder. Naja, ich bin dann später an Fentons Wohnung zurückgefahren und habe ein bisschen herumgekramt. Und dadurch begann die Sache für deinen armen Jimmy schwärzer und schwärzer auszusehen. Also deshalb haben die mein Glas nicht gefunden. Aber du warst doch gar nicht da. Ganz schön gerissen von dir. Aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich da mitmache. Ich gehe zur Polizei und werde alles erzählen. Und wie meinst du, wie die darauf reagieren werden? Bei den Beweisen, die sie gegen ihn haben? Und dich werden sie für eine Hure halten, die ihren Ehemann opfert, um ihren Geliebten zu retten. Besonders nachdem du ihnen gezeigt hast, wie innig du für mich fühlst. Clever bist du, das muss man dir lassen. Ihr habt mich gequält. Jetzt werde ich euch quälen. Bis du dir überlegt hast, was du tun willst, musst du allerdings bei mir bleiben und deine Rolle weiterspielen. Aber der spannendste Teil der Geschichte kommt ja erst. Dann nämlich, wenn Mr. Martin versuchen wird, vor Gericht seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, wenn er gesteht, dass du mit ihm in der Wohnung warst. Du wirst dir schon ein paar Gedanken machen müssen, mein Häschen. Und das wird interessant zu beobachten sein. Sehr interessant. Ich kann nicht nur Jimmy helfen. Das ist dein Problem, mein Herz, nicht meins. Martins Anwalt hat heute angerufen. Mich geht der Herr nichts an, er vertritt deine Interessen. Vielleicht. Du bist erstaunlich ruhig. Ich muss zugeben, du bist zäher, als ich dachte. Enttäuscht? Tja, wenn sich hier jemand quält, dann bist du's. Ich? Weil du mich immer noch liebst. Sag mal, lässt Martins Schicksal dich eigentlich völlig kalt? Völlig. Der ist mir genauso gleichgültig, wie mir Fenton war. Hast du mich eigentlich jemals betrogen? Sag's, ich werde es überleben. Nein. Nein? Jedenfalls nicht so. Wie denn? Du glaubst doch nicht, bei einem Mann ist das etwas anderes. Allerdings. Aber die... Wenn man eine Frau lange alleine lässt, dann macht sie nichts anderes als einen Mann, der lange Zeit alleine ist. Und ich kann nun mal nicht lange allein sein. Und da begehst du einen Mord wegen einer belanglosen Affäre? Belanglos nennst du das? Ja, belanglos. Denn weder Fenton noch Martin haben dir je etwas bedeutet. Lee. Ich liebe dich. Lee. 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 Lee.
uns das nur passieren? In diesen schrecklichen 2 Wochen habe ich mir solche Sorgen um dich gemacht. Sorgen um mich? Warum? Warum, das weißt du ganz genau. Die Verantwortung für Martins Schicksal, das wird dir doch zu viel. Stimmt's? Stimmt's? Ja. Ich schlaf nicht mehr. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Ich bin zu über, hab nichts mehr fähig. Ich könnte das alles aus der Welt schaffen. Aber wir beide, wir sind jetzt wieder zusammen. Ich kann den Verdacht auf Martin nicht sitzen lassen. Ich kann damit nicht auch noch leben. Du musst das alles vergessen. Aber ich kann nicht zulassen, dass Martin verurteilt wird. Ich kann so nicht weiterleben. Was kann ich denn tun? Nichts. Ich werde das alles übernehmen. Ich habe es uns eingebrockt, ich muss es auch auslöffeln. Du willst mir helfen? Aus reinem Egoismus. Es geht nicht. Es geht ja gar nicht. Du kannst nicht sagen, dass du auch da warst. Aber warum denn nicht? Ich habe doch die Plastiktüte in seinem Wagen versteckt. Und dann sind da die Briefe und die Fingerabdrücke. Deine habe ich doch alle abgewischt. Ich habe nur seine und sein benutztes Glas zurückgelassen. Du musst etwas übersehen haben. Es hat doch noch nie einen perfekten Mord gegeben. Doch. Das war ein perfekter Mord. Ich die Schuld auf Martin abgewälzt habe, das war perfekt. So perfekt, dass ich nicht wieder rückgängig machen kann. Wie kommen wir da bloß wieder raus? Ich weiß was. Höchst interessant, Mr. Warren. Höchst interessant. Ihre Version über Fentons Tod. Jedenfalls beweist sie, dass Mr. Martin unschuldig ist. Ja, dann lassen Sie uns doch mal zu den Details übergehen. Aber ich habe Ihnen doch schon alles erzählt. Ich weiß, aber ich möchte diese Geschichte noch mal hören. Von Anfang an, mit jeder Einzelheit. Also gut. Als ich am Tag meiner Ankunft aus Amerika nach Hause kam, sah ich, wie meine Frau zu Mr. Martin ins Auto stieg. Ich bat den Taxichauffeur, ihnen zu folgen. Sie fuhren in ein Restaurant, gingen anschließend ins Theater. Während sie in der Vorstellung waren, habe ich im Club gegessen und bin ihnen später zu Fentons Wohnung gefolgt. Ich dachte natürlich zuerst, die Wohnung gehört Mr. Martin. Warum haben Sie denn die beiden nicht sofort gestellt? Ich wollte erst ganz sicher sein. Während ich noch überlegte, was ich tun sollte, kamen die beiden schon wieder heraus. Haben Sie etwas von Ihrer Unterhaltung mitbekommen? Nein. Nur, dass er Jimmy heißt. Ich bin dann in die Wohnung hineingegangen. Deren Tür ganz zufällig offen stand. Ja, das Schloss war nicht zugeschnappt, das kann ja passieren. Ich bin also hineingegangen und habe nach Beweisen gesucht. Was ich in der Küche fand, wissen Sie? Eine Leiche. Daneben lag der Brief an meine Frau. Da kam mir der Gedanke, dass ich diesen Selbstmord Mr. Martin als Mord in die Schuhe schieben konnte. Ich war ganz verrückt vor Eifersucht. Ja, das habe ich schon bemerkt. Im Papierkorb fand ich den zweiten Brief, aus dem hervorging, dass Fenton nur eine längere Auslandsreise unternehmen wollte. Diesen Brief habe ich zwischen Schreibtisch und Papierkorb versteckt, wo Sie ihn ja auch gefunden haben, wie es meine Absicht war. Nicht übel. Dann habe ich die Fingerspuren vom Glas meiner Frau abgewischt. Sie auf Anhieb erkannten. Ja, am Lippenstift. Ach so, ja. Ich habe überhaupt jede Spur verwischt, die auf die Anwesenheit meiner Frau hätte hinweisen können und bewusst nur Mr. Martins Spuren zurückgelassen. Den anderen Brief, den Sie neben der Leiche gefunden haben, habe ich zerknüllt und wieder geglättet. Sie wissen warum. Durchaus. Es sollte der Eindruck entstehen, jemand hätte ganz zufällig diesen Brief im Papierkorb gefunden und hätte ihn als Beweis für Fentons Selbstmord missbraucht. Klug durchdacht. Ja, aber nun musste ich mir noch überlegen, wie ich Mr. Martin mit dem vorgetäuschten Mord in Verbindung bringen könnte. Und das war gar nicht so einfach, Inspektor.
Wenn Fenton sich erschossen hätte, wäre wenigstens eine Waffe da gewesen, aber Gas? Und da fiel mir die Sache mit der Plastiktüte ein. Ich bin nach Hause gefahren, habe sie geholt. Wie man sie bei einem kräftigen Mann anwenden soll, ist mir bis heute nicht klar. Aber ich war mir sicher, wenn man sie bei Mr. Martin finden würde, wäre das eine weitere Belastung. Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass dieses Ding nie benutzt worden ist. Wir haben doch Gasrückstände festgestellt, mein Lieber. Aber Inspektor, natürlich habe ich ein bisschen Gas hineingepustet. Raffiniert, nicht? Ja, das muss man Ihnen allerdings lassen. Aber wenn Sie mich selbst jetzt für begriffsstutzig halten. Sie haben das Ding im Wagen eines Mannes versteckt, den Sie nicht kannten und dessen Adresse Sie nicht mal wussten. Mr. Martins Adresse stand unter Jimmy Martin in Fentons Notizbuch. Tja, es war nur ein Jimmy verzeichnet. Ja. Wo genau haben Sie denn Ihre geniale Konstruktion versteckt? Im Kofferraum von Mr. Martins Wagen, rechts hinter dem Reserverad. Mhm. Dann hat also Mr. Fenton tatsächlich Selbstmord begangen. Niemand wäre auf eine andere Idee gekommen, wenn ich alles so gelassen hätte, wie es war. Perfekt. Wirklich perfekt. Aber vielleicht liegt gerade darin Ihr Fehler. Die ganze Angelegenheit war ein Fehler. Aber ich nehme an, Sie werden Mr. Martin jetzt freilassen und mich dafür festnehmen, wegen Irreführung der Polizei oder so? Nein. Ja, aber freilassen werden Sie? Nein. Ja, warum nicht? Sie wollen doch nicht einen Unschuldigen verurteilen. Und meine Angaben lassen sich leicht beweisen, Inspektor. Wie? Naja, woher sollte ich zum Beispiel wissen, wo Sie den Brief gefunden haben, wenn ich ihn nicht dort versteckt hätte? Habe ich das nicht selbst erwähnt, im Gespräch mit Mr. Martin? In der Küche, auf dem Herd lag ein Handtuch, das haben Sie nicht erwähnt. Ach, jede Illustrierte hat Einzelheiten über diesen Fall gebracht. Nein, nein, Mr. Warren. Sie müssen uns schon beweisen, dass Sie in der Wohnung waren. Bitte. In Fentons Notizbuch ist über dem Wort Jimmy ein Tintenfleck. Das stimmt. Sie waren also tatsächlich in der fraglichen Nacht in Fentons Wohnung. Na, sehen Sie. Trotzdem glaube ich Ihnen diese Geschichte nicht. Aber Inspektor, warum sollte ich Mr. Martin zu retten versuchen? Vielleicht aus Dankbarkeit, dass er Fenton aus dem Weg geschafft hat. Bequemer hätte es für Sie doch gar nicht kommen können. Und außerdem glaube ich Ihnen nicht, dass ein Mann so schnell denken kann, wie Sie das von sich behaupten. Natürlich konnte man so etwas planen, wie auch der Mord geplant war. Aber irgendwie passt mir das alles zu gut zusammen. Sie glauben also, ich habe mir das alles nur aus den Fingern gesogen? Nicht alles, Mr. Warren. Aber dieses Alibi ist mir zu raffiniert für einen Mann wie Mr. Martin. Ich hätte ihm geglaubt, wenn er es mir selbst erzählt hätte. Verstehen Sie, Mr. Warren? Der Mordplan verrät dieselbe Handschrift. Sie sind doch jetzt fein raus, Mr. Warren. Warum wollen Sie ihn also retten? Sie riskieren dabei nur, dass Sie selber in diese Sache verstrickt werden. Ich will Sie gar nicht, Mr. Warren. Ich habe ja Mr. Martin. Darf ich jetzt Ihre Frau sprechen? Aber bitte. Ich will mit dir sprechen, Liebling. So? Komm. Na ja. Inspektor? Macht es Ihnen etwas aus, Mr. Warren, wenn ich jetzt mit Ihrer Frau allein spreche? Bitte? Ihr Mann hat mir soeben eine fantasievolle Geschichte erzählt, um Mr. Martin zu retten. Ehrlich gesagt, ich glaube ihm kein Wort. Ihr Mann tut doch, was Sie ihm sagen. Warum überreden Sie ihn nicht, den Mord an Fenton zu gestehen? Was? Wir wollen die Sache doch nüchtern betrachten, Mrs. Warren. Ich habe einen Mord und ich brauche einen Mörder. Zwei stehen zur Auswahl. Ihren Mann, der mit Sicherheit Fenton umgebracht hat, kann ich dank seiner außerordentlichen Intelligenz nicht überführen. Dem armen Mr. Martin aber, der ihn mit Sicherheit nicht umgebracht hat, kann ich den Mord an Fenton leicht nachweisen.
Der einzige Mensch, der jetzt etwas tun kann, sind Sie. Entscheiden Sie sich. Das ist albern und beleidigend. Bitte gehen Sie. Aber reden wir doch ganz offen miteinander, Mrs. Warren, ohne auf die Feinheiten der Gerechtigkeit einzugehen. Wen ziehen Sie vor? Ihren Mann oder Mr. Martin? Ich liebe meinen Mann. Was hat er gesagt? Ach, Lee, mein Liebling. Komm. Was hat er denn gesagt? Er behauptet, er wüsste, dass du es warst. Aber ich bin ihm nicht drauf reingefallen. Was soll ich denn jetzt machen? Vorläufig nichts. Du hast für Jimmy ein geniales Alibi erfunden. Du ruhst dich jetzt erstmal aus. Legst dich hin. So. Ich hol dir eine Decke. Komm. Dir was zu trinken. Lee? Ja? Lass uns doch verreisen. Verreisen? Ja. Nach Paris und dann ans Meer. Ach, lass uns doch weggehen von hier. Ich halte das Ganze nicht mehr aus. Aber ich kann doch jetzt nicht wegfahren. Das würde man mir als Flucht auslegen. Schreib dem Inspektor doch einfach einen Brief, in dem du deine Aussage noch einmal fixierst. Vielleicht helfen wir Jimmy damit. Hier kann sowieso nichts passieren, weil es keine Beweise gegen dich gibt. Das hat der Inspektor selber gesagt. So. Komm. Trink. Du hast recht. Keiner kann beweisen, dass ich es war. Keiner. Auf unsere Reise ans Meer? Auf unsere Reise ans Meer. Lee, ich bin so froh. Mrs. Warren, heute Abend wird gefeiert. Ah, und ich schreibe dem Inspektor einen Brief. Du, sein Schatz, gib mir noch was zu trinken. Hast du was? Nein. Was soll ich denn schreiben? Die Wahrheit. Du bleibst dabei, dass Jimmy unschuldig ist. Lieber Inspektor, klingt albern, nicht? Ja, sehr geehrter Inspektor. Sie müssen Jimmy Martin freilassen. Er hat Fenton nicht ermordet. Du, wovon kann mir denn so schlecht sein? So, und jetzt verabschiede dich. Du wolltest ihm ja mitteilen, dass wir verreisen. Ich verabschiede mich von Ihnen. Du, ich kann nicht mehr. Was ist denn das? Wovon ist mir denn so schlecht? Nee. Komm, leg dich hin. Kannst ja morgen zu Ende schreiben. Hm? Komm. Der Whisky hat mir schon nicht geschmeckt. Ah, das kann ich mir denken. Ich habe auch etwas hineingetan. Etwas... etwas Chloralhydrat. Gift? Ja, mein Herz. Das hast du also mit Verreisen gemeint? Und du? Ich komme nicht mit, Lee. Vivian, warum? Wir sind doch jetzt fast aus allem raus. Wir hätten es nie geschafft, Lee. Das ist also geplant. Was blieb mir anderes übrig? Wenn ich dir nicht eingeredet hätte, dass ich dich liebe, dann wärst du nie bereit gewesen, Jimmy zu retten.
Und jetzt wird es keinen Skandal geben, keine Aufregung, keinen Wirbel. Und ich habe endlich Jimmy wieder. Reg dich nicht auf, Lee. Du hast mich reingeregt. Ach, sag das nicht. Es klingt so zynisch. Vivian, bitte. Hol einen Arzt. Bitte, ich flehe dich an, hol einen Arzt. Nein, Lee, es ist schon zu spät, aber du wirst nichts spüren. Hm? Komm. Schließ die Augen, Lee. So. Und jetzt schlaf. Schließlich hast du mit dem ganzen Unsinn angefangen. Jetzt darfst du dich nicht beklagen.